Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Unsere Reise wird uns als nächstes an die große Mauer führen, die auch, wo auch die Mission den gleichen Titel trägt wie die Ortschaft. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie weit wir in der Story sind, weil die letzte Aufnahme schon wieder eine halbe Ewigkeit her ist, was mir auch ein bisschen leid tut, dass ich da irgendwie nicht wirklich dazu komme, regelmäßig was hochzuladen und was aufzunehmen. Und einfach riesige Pausen dazwischen sind, aber jetzt geht es weiter und ich hoffe, bald sind wir auch mit Enclave durch. Wie auch immer, ich werde nochmal die Assassinen nehmen, die habe ich in den letzten Missionen sehr häufig benutzt und mit der komme ich ganz gut klar, deswegen werde ich die weiter verwenden. Die ist auch schon soweit vollkommen ausgerüstet, wie ich es gerne haben möchte und wie ich es mir leisten kann. Ihr seht, ich habe kein Gold mehr. Ich habe allerdings den besten Bogen. Ich habe sämtliche Pfeile, die ich mitnehmen kann. Also mehr ist nicht möglich. Und das sind auch die besseren Sorten Pfeile. Also statt Granatpfeile habe ich beispielsweise Sprengpfeile mitgenommen. Und statt den Feuerpfeilen habe ich Brandpfeile. Und genauso so viele Tränke, wie ich mitnehmen konnte. Die beste Rüstung, der beste Dolch. Das Einzige, was halt nicht vollkommen auf Maximum ist, ist die Anzahl der Giftbolzen. Denn da konnte ich nicht mehr mitnehmen als 10. Aber der Rest ist halt so gut, wie es sein kann. Ich würde sagen, das ist eine vernünftige Voraussetzung und wir stürzen uns einfach mal in das Level. Ja, die große Mauer. Ich glaube, wir sollten für Modesta tatsächlich jetzt hier die Enklave angreifen. So waren wir ungefähr in der Story. Also, die geteilte Stadt war schon immer ein Ort, an dem die Kluft überquert werden konnte. Das haben wir ja in der Lichtkampagne auch gemacht. Die Bewohner von Zelenheim bauten eine lange, mächtige Mauer, die das ganze Gebiet auf ihrer Seite durchzog. Sie wurde errichtet, um auch den mächtigsten Angreifern zu widerstehen. Ja, unsere Mission? Du musst die Verteidigung zerschlagen und einen Weg in die Festung finden. Lösche Erik, den Befehlshaber, aus und kehre durch das Portal zu Mordessa zurück. Wir bereiten quasi die Invasion für Mordessa und damit im Langen auch für Vatar vor. Wobei eigentlich ist ja Mordessa so, die Fäden zieht. Vatar ist ja noch gar nicht wiederbelebt. Und mal schauen, was daraus wird. Ja, da haben wir sie direkt vor uns. Diese Feste, die wollen wir einnehmen, ganz alleine. Ist natürlich super, dass Modessa uns da so viele weitere Leute zur Verfügung stellt. Ich meine, hey, ist ja nur eine wichtige Mission für uns. Naja, egal. Ich habe schon mal ein bisschen bis zu dem Tor da vorne gespielt für eine Testaufnahme. Deswegen weiß ich, dass da oben so ein paar Leute an den Armbrüsten sitzen. Deswegen werde ich die erstmal mit meinen Präzisionspfeilen ausschalten. Die könnten uns nämlich ein großes Problem bereiten, andernfalls. Und ja, so ist besser. So. Und was ich auch weiß, hey, da kommen Leute. Ah, ich wollte auch... Verdammt, jetzt habe ich aus Versehen ein paar Pfeile draufgeladen. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Weil mit einzelnen Pfeilen bin ich viel präziser. Außer jetzt gerade. Hm, toll. Na, zumindest den Zwergeningenieur haben wir ausgeschaltet. Ich glaube, für den Edelmann nehme ich aber mal hier die Sprengpfeile. Der ist nämlich gerade einfach zu nah dran. Okay. Vielleicht noch ein Brandpfeil hinterher. Ja, hat funktioniert. War nicht ganz meine Absicht, aber ist ja auch egal. So, wenn die jetzt einzeln hier runterkommen, so wie dieser Paladin, dann kann ich sie auch vernünftiger ausschalten, sofern ich den treffen würde. Aber sie machen einfach so viel Schaden, wenn wir richtig treffen. Es ist unglaublich. Da können sie hier ruhig ankommen, alle einzeln. Wird auch eine Zwergenwache nichts dran ändern mit ihrem magischen Hammer. Okay, anscheinend kann ich sie überhaupt nicht richtig treffen, wenn sie diese Rampe runterkommen. Deswegen sollte ich das lassen und warte, bis sie weiter unten sind. Ui, war ein guter Treffer. Ja, ein bisschen eintönig, aber egal. Ja, Edelmann, komm her. Komm her. Genau. Stürm einfach auf mich zu. Das ist eine super Taktik. Das hat bei allen anderen bisher auch funktioniert. Vielleicht solltest du dein Schild benutzen, was meinst du? Nein? Na gut, dann leg dich hier halt mal hin. Wir machen uns weiter auf den Weg. Ja, durch die kleine Testaufnahme, die ich gemacht habe, um zu sehen, ob alles funktioniert, weiß ich auch, dass hier in der Umgebung kein Gold versteckt ist. Also werde ich mir jetzt nicht die Mühe machen, hier nochmal diesen Wald abzusuchen. Denn da ist einfach nichts. Da könnt ihr mir vertrauen, da müsst ihr mir vertrauen. Aber, also bis hierhin habe ich gespielt, bis auf diese Brücke, und dann wurde ich umgebracht. Denn da kommt jetzt nämlich gleich so ein netter Typ. Genau der da. Und hat so eine blöde Repetierarmbrust. Oh Gott, ich mache überhaupt keinen Schaden bei dem mit der Armbrust. Moment. Ich muss erstmal ein bisschen zurück und hier mich wieder heilen. Und dann nehme ich vielleicht doch lieber den Bogen. Direkt mit Sprengpfeilen am besten.
Einfach damit ich den schnell ausschalten kann. So, komm. Das hat er überlebt. Ich fasse es nicht. Noch ein Brandfall hinterher, weil er hat ja nicht mehr viel Leben. Wenn ich den treffen würde. Okay, ich muss geduldiger vorgehen. Ich treffe ihn einfach nicht. Was ist denn das? Das kann doch nicht wahr sein. Au, au, au. Das ist unfair. Au. Oh, ich glaube, er ist gestorben. Verbrannt. Und ich habe keine Tränke mehr. Naja, zwei noch, aber hey. Egal, wir gehen erstmal unter diese Brücke. Denn da ist das Gold, was sich hier versteckt. Und was ich euch noch zeigen kann. Hier um die Ecke gibt es eine Tür. Ja, die können wir allerdings nicht öffnen. Da haben wir keine Option für. Deswegen gehen wir da jetzt nicht weiter, sondern durch den Haupteingang. Auch wenn das wahrscheinlich keine gute Idee ist. Und hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, soweit habe ich schon gespielt. Soweit weiß ich, wie das Level aufgebaut ist. Aber weiter weiß ich es nicht. Wobei, doch an eine Sache erinnere ich mich noch, die ich jetzt in der Testaufnahme nicht gespielt habe. Aber, na, mal schauen. Ich nehme erstmal auf jeden Fall die Pfeile mit. Das, ich wusste es doch. Ich wusste, dass das eine Falle ist. Irgendwelche Zwergen werfen hier... Oder nee, Gnome. Gnome sind das, glaube ich, mit den Granaten, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ist mal gut jetzt hier. Ja, was für ein toller Knall. Sehr schön. Kann ich jetzt hier durch? Bitte. Ich will hier nicht rein. Ich weiß, dass das eine Falle ist. Moment, ich möchte andere Pfeile ausrüsten. Sprengpfeile. So, genau das wusste ich nämlich, dass das passiert. Au, 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 au. Au, 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 au. Ich muss schnell diese Elfen ausschalten. Nein, 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 der lebt noch. Oh, komm, 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 stirb. Oha. Ich mache hier einen auf Neo. Aber die leider auch. Beziehungsweise der. Na, kommst du? Dann halt nicht. Was ist jetzt mit dem Gitter passiert? So, ich darf hier nicht wieder raus. Und dieser Elfenjäger macht mich nervös, der da hinten ist. Genau wie die Leute, die wahrscheinlich da oben sind. Ha. Na gut. Ach, jetzt geht hier die Tür wieder auf. Ich dachte, das Gitter geht hoch. Okay. Damit kann ich aber auch arbeiten. Kein Problem. Lalalala. Dankeschön. Vielleicht ist ja jetzt das Tor an der Seite geöffnet. Ich hoffe es zumindest. Dann kommen wir da rein. Nö. Und jetzt? Ich bin dann gerade ein bisschen ratlos, wie ich hier weiterkomme. Aber egal, das werde ich schon herausfinden. So schwere Rätsel hat dieses Spiel ja nicht. Wenn es überhaupt Rätsel hat, eigentlich gar nicht. Ich meine, es ist eigentlich relativ simpel von der Prämisse her. Man geht rein, tötet alles und geht wieder raus. Oder muss ich das noch länger machen? Moment. So. Hä? Ich bin verwirrt. Also so geht die Tür nicht auf. Die Winde hier ist eindeutig für diese Tür geeignet. Geeignet. Für diese Tür da. Für diese Tür bestimmt, wie auch immer. Aber wie komme ich hier durch? Im Ernst, wie komme ich hier durch? Moment. Kann es sein, dass ich diese Tür an der Seite im Wasser aufschlagen kann? Dass ich da einmal mit einem Schwert oder einem Dolch oder einer geeigneten Waffe dagegen hauen muss, damit die aufgeht? Probieren wir das mal aus. Okay, das war jetzt zu simpel. Da bin ich nicht drauf gekommen. Na gut. Wow. Dass wir da noch Luft kriegen, faszinierend. Nein, ich möchte beim Bogen bleiben. Der ist schon ganz gut. Aber ich hätte gerne die normalen Pfeile. Dankeschön. So, dann schauen wir uns mal hier in aller Ruhe um. Und sind ganz vorsichtig. Nicht, dass uns gleich wieder hier irgendwas entgegenkommt. Oh, Moment. Hier ist was um die Ecke. Da liegt ein Schlüssel. Und das hier kann ich nicht aufmachen von unten. Okay, alles klar. Dann müssen wir um die Ecke weitergehen. Solange uns nichts um die Ecke bringt. Ja. Okay, da oben. Oh, oh. Nein, 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 nein.
Dankeschön. Jetzt bist du auch erledigt. Okay, Moment. Irgendwas hat, glaube ich, noch auf mich geschossen. Oder war das das Geräusch von den Pfeilen, die ich aufgesammelt habe? Ich glaube, das war das Geräusch von den Pfeilen. Ich möchte den Edelstein haben. So, egal. Was befindet sich hinter dieser Tür? Moment, was ist die... Okay, also doch. Na komm, lass dich in den Kopf treffen. Die halten aber echt viel aus. Also irgendwie mehr als die Edelmänner. Was mich wundert. Ja, wo wir schon davon sprachen. Wie viel hältst du aus, Herr Soldat? Wenn ich dich da treffen würde. Komm mal mit hier runter. Komm mal mit. Komm mal mit hier. Ich verspreche dir, es wird eine abenteuerliche Reise. Wie ich ihn auch überhaupt nicht treffe. Man sollte meinen, wenn der Punkt rot ist... Oh cool, ich kann im Schwimmen mit dem Bogen schießen. Das ist schon eine Leistung. Das kann nicht jeder. Okay, cool, der kommt hier nicht mal durch. Haha. So, ich... Okay, ich habe nichts gesagt. Aber er wird auch nichts mehr sagen. So. Gut, wenn das jetzt erledigt ist, dann schauen wir doch mal, ob wir nicht in der Festung jetzt doch weiterkommen. Also ich nehme mal an, hinter der Tür, für die wir den Schlüssel brauchen, also diese hier, geht es weiter... Oh ne, hier geht es weiter. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass von hinten ein Gegner kommt. Ist das dann hier die Eingangshalle? Moment, das möchte ich jetzt ausprobieren. Ach, ich habe hier dafür gar nicht den richtigen Schlüssel. Oh, das ist ein anderer. Okay, ich vermute, dass das hier dann in den Bereich führt, wo das Gitter runtergekommen ist, bloß halt die andere Seite. Ich weiß auch nicht mehr, ob da irgendwas Spannendes lag, was wir brauchen. Wahrscheinlich müssen wir aber hier wieder rausfliehen und nach vorne hinaus in das Portal von Madessa. Das wird da wahrscheinlich erscheinen, wenn wir diesen... Ich habe den Namen vergessen. Den Befehlshaber dieser Festung umgebracht haben. Und da werden wir sicherlich noch einen Schlüssel für finden. Auch schön, dass sich das Gold da durch den Boden glitscht. Kann ich das von hier unten einsammeln? Schade. Vielleicht, wenn ich von dieser Kiste ausspringe. Hua! Nö. Na gut. Aber hoffentlich von oben. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Aber sieht gut aus. Was sehe ich denn da? Ein Templer. So, ich habe doch genug Distanzpfeile dabei hier. Na, der hält ordentlich aus. Nein, komm. Nicht verstecken. Das ist unfair. Na komm raus. Na, bleib. Wow. Nein, okay, er kann, glaube ich, zu mir kommen. Ich möchte. Oh ja, da kommt. Na gut. Ich hatte nicht vor, die Armbrust zu nehmen, aber der hat nur noch so wenig Leben. Falls ich ihn mal treffe, genau, sollte er auch mit der Armbrust draufgehen. Wunderbar. Und sogar ein bisschen Gold hat er dabei. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. So. Kann ich hier noch irgendwas? Ah, jetzt sind wir hier, wo die Bomben runtergeworfen wurden. Schaut mal einer an. Oder schau mal einer an. Schaut mal, wie auch immer. Aber das heißt, dass diese Tür dann nicht in die Halle führt, weil die ist ja dann da drunter. Aber wo führt denn die Tür dahin? Das möchte ich noch herausfinden. Das werde ich noch herausfinden, ganz bestimmt. Ich brauche nur den richtigen Schlüssel. Aber vielleicht ist das doch der richtige Schlüssel und ich konnte ihn nur nicht richtig einsetzen, weil ich irgendwie zu blöd bin dafür. Ich weiß es nicht. Ah, okay, jetzt sind wir hier oben. Können wir mal die Armbrust benutzen. Ja, Explosivpfeile. Gut, dass wir die schon von Weitem ausgeschaltet haben. Das wäre uns ein bisschen blöd geworden. Ja. Hier kann ich nicht rüberspringen, ne? Ich könnte es mal versuchen, aber ich glaube, dann sterbe ich. Und da ist auch eine Luke. Das heißt, da können wir sicherlich auch von unten hoch. Also alles kein Problem. Auch wenn es irgendwie nicht so aussieht, als würde sich das lohnen. Also ein paar Pfeile gibt es da, aber ansonsten... Ganz schöne Aussicht hat man von hier. Und hier zieht sich die Mauer anscheinend weiter. Das sind dann vermutlich so einzelne Türme. Es wundert mich nur, dass der Turm so weit rechts steht. Fast wie die große Mauer in China. Aber nur fast. So. Dann schauen wir mal, wohin uns der Weg noch führen kann. Ich würde ja gerne auf jeden Fall den Edelstein da oben einsammeln. Und... Also ich vermute immer noch, dass wir hier durch diese Tür weiter müssen. Ja, ich brauche einen Schlüssel nach wie vor. Aber uns bleibt ja sowieso nur dieser eine Weg hier übrig. Deswegen
beschreiten wir den mal. Ah, hier müssten wir dann vermutlich... Genau. Ich habe doch was gehört. Oder bilde ich mir das nur ein? Hm. Wie auch immer. Checkpoint habe ich aktiviert. Ein Edelmann. Hallöchen. Na, ich habe ein Geschenk für dich. Bitteschön. Oha. Das hat nicht gut getroffen. Nein, nein, weg, weg, weg. Oh, verdammt, 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 verdammt. Ich treffe ihn auch nicht richtig. Lalalala. Nicht mich töten, bitte. Dankeschön. Ein paar Tränke könnte ich gerne mal finden. Das würde mir jetzt echt weiterhelfen. Wenn ich bedenke, dass ich mit 4 Tränken angefangen habe. Aber dieser Elfenschütze auf der Brücke mit der Repetierarmbrust, der hat mir echt Schaden gemacht. Das ist nicht schön. So. Ich glaube, hier drunter waren wir bereits, ne? Da haben wir den Schlüssel eingesammelt. Ich gehe nochmal runter. Ja, da haben wir den Schlüssel eingesammelt. Beziehungsweise, es war gar kein Schlüssel, es war ja irgendwas, Pfeile oder so. Auf jeden Fall sind wir dann hier hochgekommen. Wie auch immer, ich weiß nicht mehr, was wir genau eingesammelt haben. Ist ja auch nicht so wichtig. Und wenn es euch jetzt so brennend interessieren sollte, dann könnt ihr einfach ein Video dahin zurückspulen und dann könnt ihr selber sehen. Ist ja, das ist ja die schöne Sache an YouTube. Okay, da ist Blut. Da oben sind Stacheln. Das ist schon mal... Möchte ich da hin? Ich möchte den Trank haben, aber... Ich habe ein bisschen Sorge. Aha. 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 Okay. Du hast das aktiviert, hä? Oh, verdammt, das sind ja mehrere. Moment, ich muss mich gerade mal hier ganz feige verstecken. Und dann... Ich habe auch nicht so viele Sprengpfeile. Egal. Uiuiui. Das macht denen gar nicht mal so viel Schaden. Das finde ich echt traurig. Dafür macht der bei mir einfach viel zu viel Schaden. Wie ich fast tot bin. Also ich denke mal, jetzt ist es ganz sicher, den Trank da einzusammeln, aber... Na, stirbst du vom Feuer? Nein, der steht da noch. Der steht da noch, der Hundesohn. Ich habe ihn, glaube ich, nicht getroffen. Der Punkt ist auch gar nicht rot geworden. Aber da steht noch einer. Moment. Machen wir es doch mit den Sprengpfeilen. Ich glaube, das ist jetzt am sinnvollsten. Ich kann ihn von hier aus aber auch nicht sehen. Aber das scheint ihm Schaden gemacht zu haben. So, aber da war doch noch ein zweiter. Ist der noch da? Da steht er. Ich hab dich gesehen. Würde ich genau gesehen. Okay, das scheint ihm keinen Schaden zu machen. Schade. Das aber definitiv. So, dann müsste ja eigentlich ein normaler Pfeil jetzt reichen. Ich kann ihn sogar von hier aus anvisieren. Fast. Sehr schön. So, an den Trank würde ich gerne ran. Dankeschön. So viel Gold. Und keinen einzigen Heiltrank mehr. Das wird jetzt spannend. So, wie komme ich hier durch? Habe ich hier irgendwo... Dieses Tor wird von... Ja, okay. Ich muss da gar nicht durch, denn ich habe einen Schlüssel gefunden. Und vermutlich kann ich damit jetzt diese eine Tür öffnen. Und vermutlich wird mir jetzt ein Gegner entgegenkommen. Ich wusste es doch. Und jetzt direkt schon wieder... Oh nein, 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 nein. Geht weg, geht weg. Nein, geh da runter, geh da runter. Kommt hier runter? Nein? Ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier rumzugehen, weil ich Sorge habe, dass sie mich einkreisen und einer auf einmal von hinten kommt. Au! Wie es einfach unter Wasser brennt. Sehr schön. Sehr schön. Aber, aua. Ja, okay. Warten wir erstmal, bis das Feuer aufgehört hat. Vielleicht meldet sich ja der zweite noch. Okay, er ist hier links. Ich habe eine Tür gehört, aber das heißt nicht, dass er unbedingt links sein muss. Lalalala, ich habe ihn gefunden. Aber, Moment, da ist noch ein weiterer Typ, weil ich habe schon wieder eine Tür gehört. Komm her, ich habe was für dich. Boah, hält der viel aus. Ja klar, es brennt unter Wasser und der Pfeil hängt an mir dran. Natürlich.
Lebt ihr noch? Nein. Gut. Gut. So. Ich habe Angst. Hallo. Ist man zu Hause? Ich muss das jetzt überprüfen. Nicht, dass mir jemand in den Rücken fällt. Nicht, dass jemand noch Geld dabei hat, das ich nicht einsammeln kann, weil ich übersehen habe, dass hier noch einer rumläuft. Das möchte ich auf keinen Fall. Vielleicht hier drin? Nein? Niemand da? Okay. Na gut. Na gut. Soll mich nicht weiter stören. Ist okay. Ist vollkommen okay. So. Aber ich möchte immer noch da hoch. Ja, du bist okay, Zwergeningenieur. Und ich sehe auch, dass du mich in eine Falle locken möchtest, aber das war total dumm, die da oben zu aktivieren. Naja. Egal. Egal. Solche Gegner sind vollkommen in Ordnung. Mit denen komme ich gut klar, die kann ich auf Distanz halten. Nur halt die Fernkämpfer sind nicht so schön. Aber der Trank ist schön und das Goldsäckchen auch. Finde ich gut. Spiel, magst du nicht auf diese Art weitermachen, ja? Solche Gegner. Bisschen Blut auf der Treppe. Bisschen... Ja genau, solche Gegner. So ein Zwergen... Ein Zwergenwache. Ist zwar kein Ingenieur, aber ist auch... Bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau. Bloß halt irgendwie eine Stufe höher. Aber ist okay. Lalalalalala. Oh Gott, die Tür. Die Tür, die Tür. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Oh Gott. Das kann ja heiter werden. Komm mal runter, komm mal runter. Genau. So. Man muss einfach manchmal ein bisschen stehen bleiben und in aller Ruhe zielen, dann funktioniert das schon. So, aber ich habe noch nicht genug Lebensenergie verloren, um einen Trank zu rechtfertigen. Deswegen schauen wir uns mal lieber in aller Ruhe hier um. Ja, ganz schön, wie das Licht darunter kommt. Durch die Dachluken. Ach ja, komm. Du bist jetzt keine Herausforderung für mich. Ja, vielleicht schon. Nein! Oh Gott, jetzt nehme ich auch noch Fallschaden. Komm, möchtest du auch Fallschaden nehmen? Nein? Schade. Oh, der ist ja fast tot. Komm, ein Pfeil in die Brust. Oder ins Bein. Hat er einen Pfeil ins Knie bekommen, ne? Kann ich jetzt schön ein Meme benutzen. Dafür liebt ihr mich ja, dass ich mich auf solchem Niveau bewege. Aber ich habe ja nichts gegen Memes. Ich finde sie manchmal sogar ganz witzig, aber ich glaube, dass sie in meinen Let's Plays etwas falsch aufgehoben sind. So, und wenn wir jetzt nicht weiter unterbrochen werden, dann kann ich mir endlich diesen Edelstein holen. Jawohl. Jawohl. So, das Goldsäckchen nehmen wir natürlich auch noch mit. Ist ja klar. Und dann schauen wir mal, was ich... hier befindet. Ach, da geht's nach oben. Oh. Genau, spreng dich selbst in die Luft. Finde ich gut. Ja. Leute, die Bomben werfen, so wie der Typ, sind auch noch in Ordnung. Auch wenn ich dann irgendwie nicht richtig zielen kann, weil der Rauch ihn verdeckt. Aber es funktioniert ja trotzdem irgendwie. Alles schön mitnehmen. Du warst auch einer der Idioten, der hier die Bomben runtergeworfen hat, ne? Na, hast du verdient, was du bekommen hast. Aha. Haben wir wieder eine Karte drin? Jawohl. Eine Karte mit dem Weg nach Lexa gefunden. Okay. Finde ich gut. Pfeile nehmen wir auch mit. Die Edelsteine auch. Kann ich da oben in die Kiste rein? Ich erkenne da nichts. Moment, da möchte ich jetzt hinklettern, weil da liegt ja so ein Deckel rum, aber anscheinend kann ich da nicht rein. Na gut. Dann holen wir uns die Pfeile, die hier oben lagen, auch noch einmal mit. Und dann schauen wir uns den Rest der Festung an. So, sehr schön. Ach, Sprengpfeile sogar. Cool. Das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Na. Oh, Gott sei Dank noch festgehalten. Es hätte wieder ordentlich Fallschaden gegeben. Und ich habe keine Tränke mehr. Also momentan gar keine. Deswegen, das wäre echt schlecht gewesen. Kann ich ja eigentlich irgendwie das Tor wieder hochlassen. Ich weiß, das muss ich nicht, aber egal. Was mir gerade auffällt, der zweite Schlüssel ist auch weg. Ich hatte doch zwei. Wo habe ich den denn benutzt?
Ich meine, die Tür habe ich mit dem einen aufgemacht und sonst habe ich doch gar keine Türen mehr. Hä? Oder brauchte ich zwei Schlüssel für die Tür? Unwahrscheinlich. Wirft ruhig Brandbomben rein. Ist okay. Werde ich bestimmt reinlaufen. Ganz bestimmt. Und sogar einen Trank hat er mir fallen gelassen. Das war ein netter Gegner. Den Hammer würde ich gerne mitnehmen. Das wäre cool, wenn man den Gegner noch die Waffen abnehmen könnte. Dann könnte man auch irgendwie als Ritter hier reingehen, beziehungsweise als Berserker. Man muss ja das Äquivalent der dunklen Seite nehmen. Könnte eine schlechte Waffe nehmen. Dafür das Geld dann in andere Dinge investieren, wie eine gute Rüstung. Und sich dann einfach eine Waffe hier schnappen. So. Hallo? Macht jemand da? Nein? Ach, jetzt können wir hier das Tor aufmachen. Und hier kamen die Stacheln runter. Ah, so kommt das also alles zusammen. Sehr schön. Also den ganzen Weg wieder zurück. Und wahrscheinlich sind jetzt wieder Gegner. Nicht wahr, Spiel? Du schmeißt mir doch bestimmt wieder irgendetwas vor die Füße. Beziehungsweise nicht vor die Füße, sondern zwischen die Beine. Hallo. Gerne zu Hause? Finde ich gut. Aber jetzt bestimmt wieder zwei Elfenschützen hier im Gang. Nein? Ah, vielleicht ist das Spiel tatsächlich mal gnädig. Ah. Coole Sache. Na dann. Wo kommen wir jetzt hin? Oh, ich glaube, ich erinnere mich. Oh, ich erinnere mich dunkel an diesen Level. Ich glaube, das war ein sehr langer Level. Wieso habe ich Distanzpfeile ausgerüstet? Angriff! Geh, 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 geh. Kommst du? Bleib in der Tür stehen, finde ich gut. Ich sagte stehen bleiben, nicht im letzten Moment einen Seitenschritt machen. Das ist genau das Gegenteil davon. Weißt du, was das Gegenteil von gut ist? Ja, wahrscheinlich nicht. Deswegen bist du jetzt auch gestorben. Weil du nicht mal weißt, dass du ein Schild benutzen kannst, um die Pfeile abzuwehren. Aber ich will mich nicht beschweren. Das macht mir die Sache wesentlich einfacher. So, aber hier laufen garantiert noch mehr Leute rum. Ja, da zum Beispiel ein Templer. Hallo. Na. Okay, der kann das mit seinem Schild abwehren. Gut zu wissen. Vielleicht sollte ich für den tatsächlich Sprengpfeile benutzen. Hilfe, Hilfe. Puh. Okay, da hatte ich gerade ein bisschen Panik, dass ich jetzt sterbe. Ich weiß, es ist für den Verlauf des Let's Plays ja nicht schlimm, weil ich einfach hier an dem Checkpoint wieder respawne. Aber ich möchte nicht den ganzen Level nochmal machen müssen, um alles an Geldsäcken zu sammeln, damit ich das Spiel 100% durchspiele, weil ich möchte es mit 100% durchspielen. Mit 100%, das klingt so komisch. Wie sagt man das denn richtig? Zu 100. Ich möchte es zu 100% durchspielen, mit allen Goldsäcken. Ja, ich finde, das ist eine vernünftige Formulierung. So, hier standen die beiden Elfenschützen. Was hast du für Pfeile? Distanzpfeile. Ah, die sind hier tatsächlich gar nicht mal so nützlich. Wobei ich... Never mind. Oh Gott. Weg, 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 weg. Vielleicht. Ja, mit denen kann ich relativ fix feuern und die benutze ich jetzt einfach mal. Oh. Wie der einfach um die Ecke kam. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Rechts oder links? Ich glaube, links ist erstmal sinnvoller. Sieht nämlich aus, als wäre das eine Sackgasse oder auch nicht. Oh nein. Komm, stirb einfach bitte. Danke. So, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich hier irgendwie den einen oder anderen aus der Distanz tatsächlich erledigen kann. Deswegen bleibe ich erstmal draußen, bevor ich in ein Gebäude reingehe. Zum Beispiel den da. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Na genau, komm auf mich zu. Oh Gott. Oh. Glück gehabt. Großes Glück gehabt.
Oh, das ist also die Fahne des Königreichs, hä? Mit einem Wolfskopf. So, sieht aber, hat aber ziemliche Zähne hier. Vielleicht ist das ein Werwolf. Okay. Ich schaue mich, wie gesagt, weiterhin noch hier draußen um, denn hier laufen garantiert noch irgendwelche Leute durch die Gegend und von denen möchte ich mich ungern überraschen lassen. Äußerst ungerne. Ich habe was gehört. Ich habe schon wieder was gehört. Ich bin mir aber nicht sicher, was. Das eine klang wie irgendein Fauchen und da sehe ich einen Edelstein. Den lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Okay. Im Namen der Königin. Komm, Feuer, genau. Aua, du hast mich getroffen. Das wirst du bereuen. Aua! Ich weiß, das ist eigentlich total dämlich, hier die Distanzpfeile zu benutzen, aber eigentlich so dämlich ist es gar nicht. Ich meine, ich habe so viele davon und ich kann damit relativ schnell feuern, ohne den Bogen vorher aufladen zu müssen. Also ich muss nur einmal auf die Maustaste klicken. Bei den anderen Pfeilen muss ich ja gedrückt halten und den Bogen erstmal spannen. Von daher... Egal, okay. Hier sind wir reingekommen. Hier um die Ecke war, glaube ich, nichts weiter. Genau, dann gehen wir mal systematisch vor und klappern hier die ganzen Gebäude ab und schauen uns natürlich auch diese kleinen Beete hier nochmal an. Nicht, dass sich da ein weiterer Edelstein versteckt. Das wäre nämlich sehr ärgerlich, wenn ich den übersehen würde. Gucken auch vorher nochmal hier um die Ecke. Nicht, dass uns da doch noch ein Gegner überrascht. Und schauen wir mal hier das... Schauen wir mal nicht in dieses Haus rein, sondern suchen uns erstmal ein anderes. So, da hinten ist aber, glaube ich, noch was, oder? Ja. Habe ich richtig gesehen. Okay. Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass ich hier in den Häusern auf jeden Fall irgendetwas machen muss. Ich weiß aber nicht mehr, wie das mit unserer Mission zusammenhängt, denn die ist ja nach wie vor, den Hauptmann hier auszuschalten. Oder den Anführer. Oh, ich wusste doch, dass hier noch jemand rumläuft. Wie es ihn überhaupt nicht kümmert. Witzig. Es war wohl ein Mückenstich. Oder eine Wespe oder so. Mit einem großen, großen Stachel, ja. Okay. Dann, wenn wir schon mal hier oben sind, dann gucken wir uns direkt mal das Haus hier oben an. Und warum habe ich das Gold noch nicht mitgenommen? Ich war wahrscheinlich zu sehr von dem Wimpel da oben. Ich glaube, das nennt man Wimpel, diese Art von Flagge. Auf jeden Fall davon abgelenkt, oder? Nennt man das Wimpel? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Müsste ich mal nachschauen. Also nach der Aufnahme, nicht jetzt. Da ist schon wieder jemand. Wo kommen die immer her? Also im Ernst, wo kommen die her? Ich habe das Gefühl, die spawnen hier. Also vermutlich haben die hier irgendwelche Routen, die sie die ganze Zeit entlang laufen und wir verpassen sie dann natürlich. Ich sollte vielleicht einmal... Moment, bevor ich jetzt in das Haus reingehe, gehe ich nochmal eben hier diesen Kreis in die andere Richtung ab. Denn wenn das Routen sind, die halt in meine Richtung gehen, in die ich immer gelaufen bin, also im Uhrzeigersinn, dann ist es ja kein Wunder, dass ich sie verpasse. Aber wenn ich jetzt noch einmal gegen den Uhrzeigersinn dieses ganze Areal hier abgehe, dann könnte das ja was werden. Falls hier jetzt noch jemand ist. Ich meine, vielleicht war dieser Zwergeningenieur jetzt auch der Letzte seiner Art. Und mit seiner Art meine ich der Letzte der Gegner, nicht unbedingt der Letzte der Zwerge. Okay. Scheint es ja erstmal so weit gewesen zu sein. So, dann gucken wir uns das hier mal an. Was ist das denn? Sieht ein bisschen aus wie eine Kirche. So mit Turm und so langgezogen. Ich glaube, es ist keine Kirche. Dafür ist es auch nicht verziert genug. Und es fehlen irgendwie schöne Fenster oder so. Und es ist sowieso zu. Kann ich das auch... Nein, ich möchte gerne auch nicht das. Ich möchte auf den Distanzpfeilen bleiben. Ich möchte eigentlich versuchen, ob ich die aufschlagen kann. Genau wie die andere Tür, aber anscheinend nicht. So, Distanzpfeile wollte ich haben. Dankeschön. Ob wir hier bei irgendeinem Haus Glück haben? Also, garantiert haben wir bei irgendeinem Haus Glück, weil sonst kämen wir nicht weiter, aber... langsam nervt das ein bisschen, dass ich hier nirgendwo reinkomme. Mir fehlen auch noch 220 Goldstücke, die möchte ich auch gerne noch haben. Bevor ich den Level verlasse. Das Level, der Level, ich glaube, es geht beides, oder? Ich meine, irgendwer hatte mal erzählt, dass es da einen Unterschied gibt, von wegen, entweder ist es... Ist es im einen Sinn von wegen,
im Sinne des Niveaus. Also er hat so und so ein Level, hat es irgendwie den einen Artikel, und wenn mit Level dann ein Areal gemeint ist, dann hätte es einen anderen Artikel, aber ich meine, das wäre falsch. Ich kann mich natürlich irren, aber ich meine, man kann einfach den Artikel für beides verwenden. So, Moment, bevor ich da reingehe, möchte ich nochmal kurz hier schauen, ob es noch eine andere Tür gibt. Aber ich glaube, das ist jetzt der einzige Weg, den wir nehmen können. Ja, sieht so aus. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Boah, 35 Minuten nehme ich anscheinend schon wieder auf. Aber ich glaube, so lange ist der Level nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt einfach mal weiterspielen. Ja, das sollte die Sache erhellen. Okay. Von wo kam die Bombe? Hallo, Herr Zwergenwache. Ich sagte, nicht Zwergen. Kann ich dich durch die Tür treffen? Moment, das möchte ich jetzt ausprobieren. Das fände ich unglaublich witzig. Egal. Wo ist die Zwergenwache hin? Hallo. Bist nicht auf Rache aus? Ja gut, dann lass dich halt von mir abschießen. Finde ich gut. Beschwere ich mich nicht. Was ist das für eine Konstruktion da oben? Genau, aber an diese Maschinerie kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht mehr, was ich tun muss, aber hey, wir haben einen hölzernen Schlüssel gefunden. Sehr schön. Ein bisschen Geld. So, Moment, hier haben wir Rohre und die führen da irgendwie nach draußen. Ich weiß, dass ich diese Räder bedienen kann, um irgendwas damit zu machen, aber ich weiß nicht mehr was. Wow, das lief besser als erwartet. Ich find's cool, dass er sich tatsächlich dahinter duckt. So, Moment, wir haben doch noch Sprengpfeile, oder? Ich finde, das ist ein perfekter Zeitpunkt, mal dafür einen zu verwenden. Oder zwei. Puh, das hat mich jetzt aber ein bisschen überrascht, dass hier die Leute draußen standen. Ich meine, ich hätte es eigentlich erwarten können, aber ich habe es nicht erwartet. So, und ich wollte eigentlich nur schauen, ob hier die Rohre rausgehen oder ob das etwas ist, das auf das Haus beschränkt ist. Aber es scheint auf das Haus beschränkt zu sein. Und vielleicht können wir mit den Rohren, wenn wir da irgendwie Dampf durchleiten oder so, da oben die Tür aufmachen. Und ich weiß nicht mehr, welche von diesen Türen verschlossen war. Ich glaube, das Haus, auf das ich dazu gerade zugucke. Ich meine, hier wäre die Tür einfach nur so zu gewesen. Da oben auch, und da hinten hätte ich einen Schlüssel gebraucht. Aber das werden wir herausfinden. So, was passiert, wenn ich das hier mache? Dann geht der Dampf hoch. Und mir scheint nicht zu passieren. Was ist, wenn ich das drehe? Scheint auch nicht mehr zu passieren. Ich kann sie aber auch nicht öfter drehen. Okay. Okay. Schauen wir uns nochmal die andere Tür an. Vielleicht ist sie ja tatsächlich aufgegangen. Und? Gehst du auf? Nein, natürlich nicht. Na gut, dann gucken wir erstmal weiter und schauen, ob wir noch das restliche Geld finden. Wenn ja, dann ist mir das jetzt egal, was es damit auf sich hat. Wenn nein, dann schauen wir uns die Hütte nochmal genauer an. So, aber erstmal gehen wir hier rein. Ich sehe keine Gegner, nur einen Trank. Das lässt mich ein bisschen stutzen. Checkmate aktiviert, immerhin. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass ich die Sprengpfeile ausgerüstet lasse. Den Trank nehme ich. Ich wusste doch, dass irgendwas passiert. Befehlshaber Erik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, 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 nein. Was? Wie viel Schaden macht der denn? Und ich kann mich noch nicht mal wehren. Ich kriege ja schon oft im Checkpoint Schaden. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja gut, dann werde ich den Level sowieso nochmal machen müssen. Toll. Toll. Und ich bin gleich schon wieder... Oh, das ist doch lächerlich. Wie viel Schaden der einfach macht. Boah, aber wie Geld das gibt. Toll. Ja, damit hätten wir alles Geld, wäre ich nicht zweimal gestorben. Schön. Und wie viele Gegner hier einfach noch... Was ist denn das?
Also ich falle gerade so ein bisschen vom Glauben ab. Wie soll ich das... Also mit der Assassinin kann ich das hier nicht machen. Das kann ich vergessen. Wobei mit Erik komme ich vielleicht noch klar, aber mit dem, der da oben noch schießt, das ist jetzt sehr ärgerlich. Ja, hier geht die Tür wieder auf. Ich finde, das ist wirklich sehr ärgerlich gewesen jetzt. Aber nun gut, ich weiß ja, das nächste Mal, wenn ich es dann für mich durchspiele, hier den Level, um die letzten 20 Goldstücke noch zu erringen. Ah, und hier ist direkt das Portal. Weiß ich zumindest, was mich erwartet, aber... Egal, wie auch immer. Den Level haben wir geschafft. Das ist erstmal alles, was zählt. So, wir kriegen sogar noch 550 Goldstücke als Belohnung, weil der Statthalter viel Gold bei sich trug. Ja, ist doch auch mal schön. Eine neue Mission freigeschaltet, Ungard, in den Minen von Ungard. Und natürlich gegen das Licht 1 in Lexe. Da bin ich mal gespannt. Ja, gut. Ich denke mal, die Aufnahme läuft jetzt auch schon länger als genug. Länger als genug, das klingt komisch. Egal. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich denke mal, dass ihr es wisst. 40 Minuten. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn seit der letzten Folge gefühlt 5 Jahre vergangen sind. Nein, so lange ist es, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, jetzt ein halbes Jahr. Egal. Viel zu lang auf jeden Fall ist die letzte Aufnahme her. Und ja, egal. Ich will es nicht weiter in die Länge ziehen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, macht's gut.